Ja, willkommen zum ersten kurzen Lernvideo zu unserem Ferialpraktikum. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist dieses CODAP, was ich Ihnen letzte Woche schon gezeigt habe kurz. Common Online Data Analysis Platform. Das ist so ein Open Source Programm, wo man online sehr gut explorativ in Datensätzen einerseits eindimensionale, andererseits zweidimensionale Statistik betreiben kann. Hier habe ich die Seite mal für Sie aufgemacht. Wenn Sie hier auf For Educators klicken, dann kommen Sie auf eine zweite Seite. Da gibt es auch so kurze interaktive Tutorials, die man da durchführen kann. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht nötig sein wird, wenn Sie aufmerksam dieses Video ansehen. Dieses Video ist auch interaktiv. Das bedeutet in diesem Fall, dass am Ende des Videos sind so zwei, drei kleine Fragen eingebaut, wo Sie etwas im Programm ausprobieren sollen und dann Daten eintragen. Und wenn Sie es richtig oder falsch gemacht haben, sehen Sie dann, ob es richtig oder falsch war. Wir müssen jetzt hier oben auf Try CODAP gehen und dann öffnet sich CODAP. Jetzt ist das hier alles noch in Englisch und damit man das umstellen kann, muss man zunächst mal immer Create New Document drücken. Und jetzt kann ich dann hier oben die Sprache auswählen auf Deutsch und jetzt kann ich ein neues Dokument erstellen oder ein vorhandenes öffnen. In unserem Fall gehe ich mal auf Neues Dokument erstellen. Jetzt sieht man hier erstmal nichts, hat hier eine leere Fläche, da oben Tabelle, Graph und so weiter. Was jetzt wir brauchen, ist der Datensatz. Den können wir importieren. Ich brauche dazu eine lokale Datei in diesem Fall. Da steht hier ziehen oder klicken. Ich klicke mal und jetzt öffne ich diese Datei Mastertabelle Zwischenstand CSV. So, und da sehen Sie jetzt, wenn ich das etwas größer mache, das ist hier unser Datensatz, wo Sie selber die Daten gesammelt haben im Wesentlichen, die Aufgaben aus dieser M8-Probetestung mit den jeweiligen Lösungshäufigkeiten. Und ich habe auch schon eine Sache ausgewertet. Das ist die Textlänge. Das hatten Sie ja bestimmt. Für die einzelnen Aufgaben hatten Sie die abgetippt. Und ich habe dann hier die Textlänge ausgerechnet, wobei Textlänge hier immer meint Anzahl der echten Wörter. Was dieses K-Stern ist, das gucken wir uns dann nachher an. So, jetzt läuft das eigentlich immer gleich. Ich mache das hier mal etwas kleiner, weil das brauchen wir im Moment nicht. Wenn man jetzt grafisch etwas auswerten will, zweidimensional oder eindimensional, oder auch wenn man Werte berechnen will, sowas wie Mittelwert, Standardabweichung und so weiter, da muss man immer einen Graph erstellen. Also klickt man hier auf Graph und in diesem Graph hat man jetzt am Anfang erstmal einfach lauter Punkte drin, die völlig unsortiert sind. Und zwar sind das genau 48 Punkte, nämlich unsere 48 Fälle. So, jetzt kann man ein- oder zweidimensionale Statistik damit machen. Eindimensional heißt, wir müssten mindestens mal ein Merkmal hier auf die X-Achse ziehen und naheliegend ist, dass wir das erstmal mit der Lösungshäufigkeit machen. So, und jetzt sehen Sie, dass die Punkte sich hier so einsortiert haben und wenn Sie auf einen bestimmten Punkt draufklicken, dann wird immer die entsprechende Aufgabe auch in der Tabelle markiert. Andererseits, was man direkt in der Tabelle auch machen kann, ist, man könnte die zum Beispiel der Größe nach sortieren. Wenn ich jetzt hier auf Lösungshäufigkeit gesamt klicke und sage absteigend sortieren, dann habe ich hier die am häufigsten gelöste und das geht immer so schön weiter. Jetzt sortiere ich das mal wieder so, wie es am Anfang war. Also wie gesagt, hier draufklicken, aufsteigend oder absteigend sortieren, da kann man sehr leicht größten und kleinsten Wert finden. Jetzt sortiere ich die hier mal wieder aufsteigend nach den Codes von A bis Z. So, also das sind die, wie die in den Testheften auch waren, der Reihenfolge nach. So, jetzt sehen wir hier die Lösungshäufigkeit und man sieht ja auch so grob, wie die Verteilung ausschaut, aber man will jetzt vielleicht bestimmte Werte für die Verteilung haben. Die Werte bekommt man immer für dieses Lineal. So, also typischerweise könnten wir zum Beispiel sagen, ah, ich habe hier mal den Median oder ich möchte vielleicht direkt den Boxplot dazu haben. Jetzt sehen Sie hier den Boxplot mit dem Median, erste Quartilsgrenze, dritte Quartilsgrenze und hier oben haben Sie die Ausreißer angezeigt. Jetzt lassen wir uns parallel auch mal das arithmetische Mittel anzeigen. Das arithmetische Mittel ist jetzt größer als der Median, was daran liegt, dass es hier eben einige Ausreißer nach oben gibt. Was wir uns auch noch anzeigen könnten, was für einige andere Fragen wichtig ist, ist diese sogenannte Standardabweichung. Also die mittlere Abweichung, mittlere quadratische Abweichung und daraus die Wurzel
von allen Werten vom Mittelwert. Das wäre dieser Bereich. Wenn das normal verteilte Daten wären, annähernd, dann müssten in diesem Bereich so ungefähr 67% der Daten liegen. Jetzt haben wir hier aber das Problem mit diesen Ausreißern. Jetzt kann es für einige Sachen interessant sein, sich die Daten anzuschauen ohne die Ausreißer. Auch das ist in CODAP möglich. Man zieht einfach um diese entsprechenden Daten hier, zieht man so eine Auswahl, dann sehen Sie auch wieder, automatisch werden in der Tabelle die entsprechenden Dinge markiert. Man könnte jetzt nachgucken, welche Daten betrifft das. Und für manche Fragen wird man sagen, wenn ich da eine Regression-Korrelation rechne, dann ist das eigentlich nicht gut, wenn ich da die Ausreißer mit drin habe. Dann kann ich hier einfach sagen, die ausgewählten Fälle sollen verborgen werden. Und dann sehen Sie auch, gleichzeitig ändert sich der Mittelwert und ändert sich die Standardabweichung. Und jetzt sehen Sie auch, dass der Mittelwert jetzt ungefähr mit dem Median übereinstimmt. Und wir haben ja auch ungefähr so eine Glockenkurve. Also jetzt könnten wir hier vielleicht eine Regression rechnen. So, jetzt mache ich das mal wieder aus. Im Wesentlichen haben Sie das jetzt mit eindimensionaler Statistik. Was ich vielleicht noch zeigen kann, ich mache hier mal wieder das arithmetische Mittel aus. Ich mache die Standardabweichung wieder aus, sodass ich nur den Boxplot da dargestellt habe und sage wieder alle Fälle anzeigen, dass das wieder die ursprüngliche Grafik ist. Ich könnte jetzt auch noch sagen, die Punkte sollen transparent sein. Na, das war nur die Hintergrundfarbe. Gut, okay, egal. Ich kann ja auch so ein bisschen an der Punktgröße spielen, wenn ich das größer ziehe. Und was ich auch machen kann, ich kann mir ein Bild abspeichern. Ich kann das entweder in so einem Zeichenwerkzeug öffnen. So, dann kann ich hier noch zusätzliche Texte und so weiter einfügen und da ein bisschen reinmalen. Oder ich kann das, wenn ich sage, das will ich dann lieber später mit irgendeinem Windows-Programm machen, dass ich dann direkt sage, Bild exportieren. Und dann kann ich das als lokale Datei speichern, sollte dem noch einen sinnvollen Namen geben. Also zum Beispiel Lösungshäufigkeit mit Boxplot. Und dann gehe ich auf Download und dann habe ich das hier gespeichert und könnte mir das anschauen. So, jetzt wollen wir mal zweidimensionale Statistik uns vielleicht ansehen. Wir könnten ja auch mal die Lösungshäufigkeiten wieder hernehmen und wollen aber die Lösungshäufigkeit meinetwegen schauen, ist die unterschiedlich, je nachdem, in welchem Inhaltsbereich ich mich bewege. Dann würde ich sagen, ich ziehe die Lösungshäufigkeit sinnvollerweise auf die Y-Achse, weil ich ja sage, okay, das ist meine abhängige Variable und die Unterschiede, die ich mir anschauen will, sind bezüglich des Inhaltsbereichs. Jetzt würde ich den Inhaltsbereich dann nach hier unten ziehen. So, jetzt sieht man schon, dass da die Streuung auf jeden Fall sehr unterschiedlich ist. Es ist halt die Frage, sind auch die Mittelwerte oder die Mediane unterschiedlich? Jetzt kann ich das eben entsprechend wieder anzeigen lassen. Den Boxplot für einen Überblick über die Verteilung. Da sieht man, die Mittelwerte sind eigentlich alle relativ ähnlich. Der wesentliche Unterschied ist da jeweils die Streuung. Und wenn ich hier mir mal tatsächlich das arithmetische Mittel anschaue, dann sehe ich, okay, das arithmetische Mittel, die Lösungshäufigkeit, ist deutlich höher bei diesem I1-Bereich, also der Arithmetik. Da habe ich allerdings auch relativ viele Werte, die hier sehr weit oben liegen und so ein bisschen Abstand von der restlichen Verteilung haben. Ich zeige auch noch mal wieder die Standardabweichung ab. Was Sie nachher lesen werden in den Texten ist, dass man solche Mittelwertunterschiede eigentlich nur interpretieren soll bei einer so kleinen Stichprobe, wenn wir dann Abstand von wenigstens so 80% von dieser Standardabweichung haben. Und da würde man jetzt sagen, hier I1, I2, I3, da sieht man zwar einen Unterschied, aber die Überlappung, die man hat in den Verteilungen, ist doch relativ stark. Es könnte interessant sein, dass man sich mal genauer ansieht, hier den Mittelwertunterschied zwischen I1 und I4. Da könnte man zum Beispiel dann so einen T-Test rechnen. Das werden wir nachher auch noch machen. So. Jetzt zeige ich vielleicht noch, wie das ausschaut, wenn man hier unten keine kategoriale Variable drauf schiebt, sondern eine metrische. Die zweite metrische Größe, die wir auf jeden Fall haben, wäre die Textlänge. Also mache ich mal eine neue Grafik auf. Bei dieser Grafik ziehe ich wieder auf die Y-Achse die Lösungshäufigkeit gesamt
und ziehe auf die X-Achse die Textlänge. So. Und was man hier feststellt, ist, man sieht eigentlich nicht wirklich was. Ne? Also man hat hier so die mehr oder weniger die ganze Fläche mit Punkten belegt. Und was man auch wieder sieht, man hat hier in die eine Richtung doch einige deutliche Ausreißer. Also ob da ein Zusammenhang zwischen Textlänge besteht und Lösungshäufigkeit, würde man vielleicht eher nicht sagen. Es ist ja sogar so, dass wir hier eine sehr lange Aufgabe haben, die eigentlich relativ leicht gefallen ist. Hier haben wir eine lange Aufgabe, die so mittelschwer ist. Und hier haben wir eine nicht ganz so lange Aufgabe, die aber ganz schwer war. Und auch hier sieht man, auch bei den kurzen Aufgaben hat man eigentlich sehr schwere Aufgaben, nur 12% Lösungshäufigkeit, und sehr leichte Aufgaben mit 90% Lösungshäufigkeit. Was man jetzt wieder machen könnte unter Umständen, wäre herausfiltern, ob das vielleicht anders ausschaut, wenn man diese Extremfälle jeweils weglässt. Dafür wäre es am vernünftigsten, wenn man das erstmal nur eindimensional hat. Also kann man die Lösungshäufigkeit hier draufklicken und kann dann sagen, entferne Y-Lösungshäufigkeit, dass man erstmal sagt, okay, hier haben wir so ein paar Ausreißer offenbar. Das kann man auch noch wieder prüfen, dass man sagt, wir machen mal den Boxplot. Jetzt sieht man, hier hinten, das sind eigentlich alles Ausreißer. Da würde ich jetzt mal sagen, die blende ich vielleicht mal wieder aus. Ausgewählte Fälle verbergen. So, jetzt sieht das besser aus. Jetzt habe ich keine Ausreißer mehr. Und jetzt mache ich vielleicht dasselbe auch nochmal für die Lösungshäufigkeit. Also ziehe mir unten mal die Lösungshäufigkeit hin und sehe auch da habe ich so einige extrem leichte Aufgaben. Das ist vielleicht nicht so interessant. Die können wir vielleicht mal weglassen und schauen uns hier nur diesen Block an. Also sage ich wieder Fälle auswählen. Also ziehe hier wieder so einen Rahmen herum. Sag, okay, die hier, die sind so leicht, die interessieren mich eigentlich nicht. Die verberge ich. Jetzt habe ich nur noch diesen Bereich. Jetzt muss ich das natürlich wieder richtig ziehen. Also die Lösungshäufigkeit kommt auf diese Achse und die Textlänge kommt auf diese Achse. Und jetzt ist das aber immer noch so, wenn ich mir das anschaue, naja, so richtig, dass ich da sagen könnte, da ist eine Tendenz zu erkennen, dass das umso weniger gelöst wird, je länger der Text wird, ist eigentlich nicht zu erkennen. Jetzt könnte noch eine Vermutung sein, dass das vielleicht auch mit dem Aufgabenformat zusammenhängt. Denn tendenziell sind ja die offenen und halboffenen Beispiele vom Text eher kürzer als die Multiple-Choice-Aufgaben. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, noch ein drittes Merkmal in die Grafik hereinzunehmen durch Einfärbung. Dafür nehme ich hier Format und ziehe das auf die Fläche drauf. Dann sagt der Punkte einfärben, färben nach Werten von Format. So, und jetzt sehen Sie hier, wenn wir nur die halboffenen angucken zum Beispiel, da haben wir vielleicht schon eher so eine Tendenz, dass das hier so runtersteigt. Jetzt könnte man sagen, man schaut sich das nur für diese Werte an. Wie funktioniert das überhaupt? Das ist jetzt ein kleiner Vorgriff auf das, was später kommt. Man hat auch in dem Zweidimensionalen, hat man so verschiedene Auswertungsmöglichkeiten und eine ist hier Linie der kleinsten Fehlerquadrate. So, da sehen Sie jetzt, sind hier so verschiedene Linien eingezeichnet und da hat man, aber wenn man das anschaut bei dem lilanen, minus 0,018, das ist auch nicht wirklich relevant. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, man filtert hier alle offenen aus und so, dann wird das etwas übersichtlicher. Ich wähle mal die offenen aus und sage jetzt, ausgewählte Fälle verbergen und die Multiple Choice, die blende ich auch mal alle aus, ausgewählte Fälle verbergen. So, dann würde ich jetzt stehen, hier haben wir einen Korrelationskoeffizienten von minus 0,063. Beziehungsweise ist nicht der Korrelationskoeffizient, sondern ist R². Das würde aber immer noch sagen, dass nur ungefähr 6,3% der Varianz in der Lösungshäufigkeit sich erklären lassen durch die Varianz der Textlänge. Damit können wir im Grunde genommen sagen, auch für diese halboffenen Aufgaben haben wir da keinen Zusammenhang. So, das war jetzt schon eine Vorschau. Das lesen Sie eigentlich später, wie das genau mit der Korrelation funktioniert. Ich zeige vielleicht auch nochmal, dass man auch auswerten kann, wenn man auf beiden Achsen kategoriale Daten hat. Und dann sind wir mit dem Video auch erstmal schon fertig. Und dann werde ich Ihnen so ein paar kleine Fragen dazu noch stellen. Beziehungsweise da werde ich nicht reden, sondern die werden einfach in dem Video eingeblendet. Also, jetzt aber erstmal hier neuer Graph.
Sind eigentlich die Aufgabenformate einigermaßen gleich verteilt, zum Beispiel auf die Inhaltsbereiche, wäre eine Frage, die ich mir stellen kann. Dann ziehe ich die Inhaltsbereiche mal nach hier. Dass da noch was ausgewählt ist, das brauchen wir eigentlich nicht. Und da sehen wir, die Aufgaben sind erstmal alle gleich verteilt. Es gibt gleich viele Aufgaben in den jeweiligen Inhaltsbereichen. Wenn Sie das nicht so als gerade, also als Punkt haben wollen, können Sie ja das auch noch so machen. Dann sieht das eher aus wie Balken. Und jetzt könnten Sie hier auch Anzahlen anzeigen lassen. Ich habe halt jeweils genau 12 Beispiele, beziehungsweise auch in Prozent, jeweils genau 25%. Das ist aber noch nicht so interessant. Ich wollte ja jetzt auf die andere Achse mal das Aufgabenformat ziehen. So, und jetzt wird das halt hier so aufgeteilt. Und jetzt kann ich hier wieder sagen, jetzt müsste man hier schauen, ich kann entweder die Prozentsätze mir anzeigen lassen, entsprechend der jeweiligen Zeilen, oder die Prozentsätze jeweils entsprechend der Spalten, oder ich kann mir anzeigen lassen, bezogen auf die Zellen. Bei den Zellen heißt das jetzt, 8,3% der Aufgaben sind offen und sind im Bereich I1. So, und da sieht man, auch hier sind die eigentlich einigermaßen gleichmäßig verteilt. Wir haben etwas weniger offene und MC-Aufgaben in dem Bereich I2. Da haben wir etwas mehr von den halboffenen Beispielen zum Beispiel. So, jetzt kann ich das auch nochmal nach einem anderen Bereich machen, zum Beispiel nach der Komplexität. So, die Komplexität hier unten hinziehen. Und da sieht man, da ist das doch deutlich weniger gleich verteilt. Also ich habe ein sehr starkes Übergewicht der MC-Aufgaben im Bereich Komplexität 3. Also diese Reflexionsaufgaben, die kommen doch überhäufig in der Form Multiple Choice vor. Und es kommen auch deutlich gehäuft die Aufgaben K2 in der Form halboffen vor und so gut wie gar nicht MC. MC hat man weder bei K1 noch bei K2 besonders viele. Das ist auch klar, weil bei diesen MC-Aufgaben man sehr oft über Dinge nachdenken muss, die jemand anders hingeschrieben hat, und dann ist das eben automatisch K3. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt Zusammenhänge untersuchen zwischen K3 zum Beispiel und Lösungshäufigkeit, kann das immer beeinflusst sein, auch durch das Aufgabenformat. So, jetzt wollte ich Ihnen noch was anderes zeigen. Ich habe hier so eine Spalte K1 Stern, das ist dann das letzte für dieses Video. Bei K1 Stern ist das so, dass sich da den Buchstaben K immer weggelöscht hat. Jetzt denkt CODAP zunächst mal, das hier sind tatsächlich Zahlen, also metrische Daten. Ich kann das hier auch mal aufsteigend sortieren. Aufsteigend sortieren. So, dann sind zuerst die ganzen K1-Aufgaben, dann die K2, dann die K3-Aufgaben. Wenn ich das hier unten auf die Achse ziehe, dann denkt er, das sind metrische Daten. Ich habe hier also so eine Skala, und wenn ich jetzt mal wieder die Lösungshäufigkeit auf die andere Achse ziehe, so, dann habe ich die Punkte hier alle so übereinander liegen, und hier wird so getan, als wäre das tatsächlich so eine Skala. Das brauchen wir nachher für eine der speziellen Auswertungen. Normalerweise ist das natürlich Quatsch, weil Werte wie 0,5, 1,5, 2,5, die gibt es ja gar nicht. Wenn mich das also stört, dann kann ich hier aber draufklicken und kann sagen, ich soll diese Größe 1, 2, 3 und so weiter als Kategorie behandeln, also als kategoriale Daten. Dann geht das wieder über in so eine Darstellung, wo das hier schön getrennt ist nach den drei Bereichen und wo ich mir jetzt dann hier wieder auch dann den Boxplot oder das arithmetische Mittel und die Standardabweichung anzeigen lassen könnte. Das ist insbesondere dann auch wichtig für diese Einschätzungen, die Sie selber getroffen haben, weil da kann man sich streiten, sind jetzt Ordinaldaten metrisch oder sind die als Kategorien zu behandeln, und je nachdem macht man verschiedene Auswertungen. Darüber erfahren Sie aber bei weiterer Lektüre des Textes noch etwas, da will ich nichts mehr dazu sagen. So, jetzt sollten Sie eigentlich gerüstet sein. Es gibt jetzt gleich drei kleine Aufgaben, die Sie bearbeiten und wo Sie die Antworten finden sollen. Und eigentlich habe ich Ihnen alles gezeigt, was Sie wissen müssten, um die beantworten zu können. Also dann, viel Erfolg bei diesen Fragen. Ja, das war jetzt noch nicht ganz so ideal gelöst. Vielleicht wollen Sie es nochmal versuchen. Entweder Sie versuchen nur die Fragen nochmal
oder Sie schauen wirklich das Video nochmal ganz von vorne. Prima, Sie haben die drei Fragen alle richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch, damit sind Sie mit diesem Video fertig.